So viele Leute erzählen, doch bewegen nichts, sie reden, missvertreten nichts, belanglose Worte, sorry, verstehe ich nicht. Deswegen ist es für mich am besten, immer allein zu handeln. Das ist wahre Stärke, dafür brauche ich keine Handel. Meine Gedanken kreisen um effiziente Steigern der Persönlichkeit, um innerliche Kräfte zu erreichen. Fokussiere mich auf positive Werte wie der Nutri-Score. Für eine einheitliche Akzeptanz wie eine Uniform. Zu enorme kulinarische Speisen von A bis Z in jeder erdenklichen Farbe, die ich auf die Karte setz. Was hat wie viele Inhaltsstoffe, was ist reich an Vitamine? Fragen über Fragen, zwischendurch noch viele Termine. Ich scroll belanglose Nachrichten ab, ohne nachzudenken. Nur vergeudete Zeit, die ich jeden Tag verschwende. Yeah, was für ein elendiger Teufelskreis. Heute weiß ich ganz genau, was das Wort Freude heißt. Bin durch die Hölle gewandert wie eine leere Seele. War das öfter rangeschockt, was ich so auf der Erde sehe. Vieles hier passiert, weil viele Menschen haben nicht nachgedacht. Ich lebe auf dieser Welt, Kollege, Mann, ich hab sie nicht gemacht. Yo, bin nur ein Teil von etwas Großem. Der Macher dieser Dimension befreit die Katastrophen. Das ist alles wie ein Test, um etwas Klarheit zu verschaffen. Deshalb zieh die kleinen Wunder, um die Chance nicht zu verpassen. Denn das alles, was du denkst, bist im Endeffekt du. Wenn du positiver denkst, geht's dir im Endeffekt gut. Also frag dich besser, was hast du in deinem Leben angestellt? Und lass den Nutzen freien Lauf in der Gedankenwelt. Dein Leben ist traumhaft, es ist ein Geben und Nehmen, ein tägliches Auf und Ab. Mach dein Potenzial brauchbar, du musst verstehen, wie es geht, und dann gib davon auch was ab. Yeah, du bist ein Sünder, du bist ein Heiler, du kannst alles sein, nur nicht schlecht. Sei nicht versteinert, fühl dich bereichert, geh da raus und verhalt dich echt. Yeah, sei eine vorbildliche Leitfigur. Mal dir deine Welt, wie sie dir gefällt, und befreie dich nur von allem, was dich negativ blockiert in deiner Kreativität. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich dafür auserwählt, die Menschen zu bestärken, etwas Gutes zu bewirken. Parallel bin ich verflucht wie in einem gut durchdachten Zirkel. Ohne Ausweg, ohne Lösung, keine Aufgabe bleibt unerfüllt. Ich hab so viele Menschen gesehen, die damit untergehen. Ein klares Phänomen der eigenprojizierten Schwäche. Ergötzen sich am Leid durch glorifizierte Verbrechen. Sie sind Marionetten, geführt vom Teufel persönlich. Sie haben gestern laut gelacht, sind aber heute nicht mehr fröhlich. Und so wendet sich das Blatt, wer sein Schicksal in die Hände nimmt, weiß von vornherein, dass man am Ende gewinnt. Du musst verinnerlichen, wem du in Zukunft interpretieren möchtest. Denn Karma kommt zurück, und das passiert dann öfters. Ja, es klingt verrückt, es ist doch manchmal nicht in Worte zu fassen. Nach der Erkenntnis fühlst du dich ordentlich klasse und bist mehr, als du dir jemals hättest vorstellen können. Du musst dich in deinem Spiegel mit diesem Menschen versöhnen und werde eins mit deinen Gedanken, sei im Einklang mit dir selbst, und die äußerst sinnlose Blockade Fassade zerfällt. Denn du alleine formst dein Werdegang. Sei individuell und folge nicht der Herde, Mann. Dein Leben ist traumhaft, es ist ein Geben und Nehmen, ein tägliches Auf und Ab. Mach dein Potenzial brauchbar, du musst verstehen, wie es geht, und dann gib davon auch was ab. Yeah, du bist ein Sünder, du bist ein Heiler, du kannst alles sein, nur nicht schlecht. Sei nicht versteinert, fühl dich bereichert, geh da raus und verhalt dich echt. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten. Ja, du wirst auch oft enttäuscht, dafür gibt es doch schöne Zeiten. Halt dich nicht an die Vergangenheit fest, du kannst sie eh nicht ändern. Leb im Hier und Jetzt und akzeptiere, du wirst täglich besser. Wenn du aufgestiegen bist, dann kannst du nicht mehr unten bleiben. Du liebst den Horizont und scheißt auf all die dunklen Zeiten. Die Narben setzen und sind einprägsam geworden. Doch die Hoffnung, frei zu sein, sie ist keineswegs gestorben. Was da drum passiert in deiner Birne, das ist relevant. Du hast dein Schicksal in der eigenen Hand. Nicht deine Eltern, deine Freunde, deine Katze oder auch dein Chef. Lass öfter los, aber halt dich bitte auch mal fest an deine Träume. Glaub an etwas Greifbarem, und du wirst merken, es gibt viele, die dann Neid haben. Im Gegenzug beschreiten Menschen mit dir deine Reise und unterstützen dich und fühlen sich mit dir bereichert. Das nennt man Karma, Digga, und es kommt immer wieder. Es gibt dir positive Energie wie Kinderlieder. Beschäftige dich nur mit Dingen, die dich weiterbringen. Siehst du oft am Weg eine Hürde, musst du immer weiterspringen. Wer kämpft, gewinnt, wer aufgibt, hat immer verloren. Versuche besser damit umzugehen mit innerem Zorn und wandel alles Negative um in Kraft. Behalte stets im Hinterkopf, du hast nichts ohne Grund geschafft. Du alleine trägst die komplette Verantwortung für dich. Also halt den Kurs für dich immer in Sicht, egal was ständig um dich rum passiert, bleib dir selber immer treu. Dann kannst du dich stolz im Spiegel als Gewinner freuen. Dein Leben ist traumhaft, es ist ein Geben und Nehmen, ein tägliches Auf und Ab. Mach dein Potenzial brauchbar, du musst verstehen, wie es geht, und dann gib davon auch was ab. Yeah, du bist ein Sünder, du bist ein Heiler, du kannst alles sein, nur nicht schlecht. Sei nicht versteinert, fühl dich bereichert, geh da raus und verhalt dich echt.